Sean Binder. Sean Binder, 24 Jahre alt, wuchs in West Kerry, Ireland auf, nachdem er im Alter von 5 Jahren aus dem Schwarzwald in Deutschland dorthin gezogen war und besuchte die, sorry für meine falsche Aussprache, Gaelcoleste Chiarai in Tralee. Anschließend erhielt er einen Abschluss mit Auszeichnung vom Trinity College Dublin, wo er Politikwissenschaft, Philosophie, Wirtschaft und Soziologie studierte. Infolgedessen setzte er sein Studium an der London School of Economics fort, wo er einen Master in International Relations Theory mit Auszeichnung erhielt. Sean entschied sich, kurz nach Abschluss seines Studiums freiwillig in Lesbos zu arbeiten. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der ehrenamtlichen Tätigkeit in Organisationen und bei Anliegen, für die er leidenschaftlich eintritt. Während seines Studiums in Dublin meldete er sich freiwillig bei St. Vincent de Paul und Amnesty Ireland. Auf Lesbos meldete sich Sean freiwillig als Rettungsschwimmer und Ersthelfer bei Such- und Rettungseinsätzen einer griechischen gemeinnützigen humanitären Organisation. Bei freiwilligen Kollegen und Freunden ist Sean als gutherziger, fürsorglicher und engagierter Mensch bekannt. Er ist motiviert, mit Flüchtlingen zu arbeiten, wie sie es bisher waren und sind. Zum Beispiel ist auch Seans Vater ein Flüchtling aus Vietnam. Darüber hinaus wird seine Motivation, auf Lesbos freiwillig zu arbeiten, durch sein Interesse an einer Karriere in den internationalen Beziehungen verstärkt.